Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem Unboxing-Video oder auch Vergleichsvideo, weil The Garden of Sinners, die Limited Edition, also das Blu-ray-Book, habe ich nämlich schon in einem anderen Video vorgestellt. Das Video könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne anschauen. In diesem Video geht es allerdings eher darum, diesen Anime bzw. diese Box dann mit der DVD-Ausgabe zu vergleichen. Von der gibt es nämlich keine vollständige Box, sondern immer nur einzelne Ausgaben. Und zwar sehen die da natürlich so aus, also normales DVD-Format. Hier zum Beispiel der erste Film, The Garden of Sinners, Thanatos. Ist jetzt natürlich ein bisschen schwer, den rauszuholen, weil der klemmt. Das zeige ich euch gleich auch, warum. Normalerweise klemmt diese Box nämlich nicht. So sieht diese Box dann von hinten aus. Also sprich, deutsche und japanische Tonspur liegt dabei. Deutsche Untertitel. Deutsche Untertitel sind bei der japanischen Ausgabe jedoch Pflicht. Und natürlich Format 16:9 in Dolby Digital 2.0. Okay, man sieht es im Bild gerade nicht so gut. Aber der Film hier geht 49 Minuten und der Soundtrack ist auf 30 Minuten ausgelegt. Und so sieht diese Box dann von innen aus. Kann man nochmal aufklappen. Und nochmal aufklappen. Jetzt wundert ihr euch sicherlich, hä? Nochmal irgendwie eine CD. Also dazu kann man sagen, dass die Box, als sie erschienen ist, ihr werdet die im Laden ungefähr so finden. Sprich, dann habt ihr auch das FSK-Logo da drauf. Das ist nämlich im Original nicht da, das ich sehr gut finde. Und dann ist natürlich noch der berühmte Aufkleber mit der Limited Edition da drauf. Und ja, dann werdet ihr halt natürlich sehen, dass es eben eine Limited Edition ist, obwohl ich nicht genau weiß, ob es jetzt mittlerweile auch eine Edition gibt, die nicht limitiert ist. Weil ich habe bisher auch nur, auch wenn man bei Amazon guckt, es liegt da immer noch der Soundtrack dabei. Aber gut, das kann sich natürlich irgendwann mal ändern. Und ja, wie gesagt, so sieht die Box dann von innen aus, da liegt dann kein Booklet bei, aber immer zwei Datenträger, also eine DVD und eine CD. So, und wie ihr dann auch natürlich sehen könnt, das exakte selbe Cover von der ersten DVD. Und die zweite DVD ist dann Mordverdacht Teil 1. Die werde ich jetzt nicht nochmal extra auspacken, weil dann würde das Video wirklich lange werden. Ich halte euch aber jeweils immer mal die Rückseite hier rein. Ihr seht hier, klebte auch übrigens das berühmte Papier nicht hier drauf. Sprich mit den Inhaltsangaben, dahinter befindet sich dann immer noch ein einzelnes Artwork, was natürlich auch sehr schön ist anzusehen, aber ich mag es dann lieber, wenn dann auf der Rückseite ein paar Informationen draufstehen. Aber gut, so sieht der zweite Film aus. Der dritte Film sieht dann, hat dann wieder ein anderes Cover und das sieht dann so aus, hier verbliebener Sinn für Schmerz. Kann man natürlich jetzt an der Seite kaum sehen. Ich versuche es aber natürlich so gut wie möglich reinzulegen, im Video zu positionieren. Und hier haben wir dann der leere Tempel. Das ist übrigens meiner Meinung nach zwar für den Charakter Shikiryogi ein sehr wichtiger Film, oder weil hier die ganze Handlung wirklich mal ins Rollen kommt. Allerdings stand hier, glaube ich, irgendwas mit 61 Minuten drauf, aber ich glaube, der Film ist vielleicht 40, 45 Minuten lang, vielleicht sogar noch was weniger. Das fand ich sehr schade, dass man da nicht wirklich aufgepasst hat und das korrigiert hat. Guckt mal bitte, wenn ihr euch den Film in letzter Zeit jetzt gekauft habt, ob KC da irgendeine Nachproduktion gestartet hatte. Und würde mich mal interessieren, ob das dann so gemacht wurde, weil ich habe es halt in meinem Review auch kritisiert. Ja, als nächstes kommen wir dann zum fünften Film, was übrigens auch mein Lieblingsfilm ist, weil er sehr verworren ist, aber auch ziemlich cool. Und zwar Paradoxe Helix, sollte man unbedingt mal gesehen haben. Aber gut, den einen Film zu sehen, wenn man die restlichen Filme nicht sieht, das bringt einem im Grunde ja gar nichts. Ja, dann kommen wir jetzt noch zu den letzten beiden Filmen, und zwar zu Verlorene Erinnerung, das ist der sechste Film. Der spielt halt in so einem, ja, Art, ja, so einer Klosterschule, könnte man sagen, wo halt junge Mädchen zur Magie erzogen werden. Ist ganz nett, allerdings nicht unbedingt mein Lieblingsfilm, weil ich irgendwie das Setting
nicht so gerne mag. Also da waren mir die typischen japanischen Stadtbilder von Tokio und Co. dann doch wirklich lieber. So. Und der letzte Film ist dann noch Mordverdacht Teil 2. Und hier kommt dann wirklich alles zum Ende. Wobei man sagen muss, wirklich Ende ist der Film hier natürlich, oder ist die Handlung hier natürlich noch nicht. Es gibt nämlich noch einen Epilog. Was da genau passiert, das weiß ich leider auch noch nicht, weil ich würde mir den dann gerne natürlich auch auf Deutsch ansehen, weil ich mich einfach an die Synchronsprecher gewöhnt habe. Die sind dann wirklich gut. Da sind dann zum Beispiel Petra Bartell kommt drin vor. Oder Thilo Schmitz, also die kennt man dann zum Beispiel auch schon von Serien wie Stargate. Da habe ich dann auch schon mal ein Unboxing-Video zu gemacht. Wenn euch die Serie interessiert, könnt ihr da ja mal reingucken. Aber The Garden of Sinners ist wirklich gut, sowohl im japanischen als auch in der deutschen Fassung. Kann ich den Anime wirklich nur empfehlen. Wer des Japanischen mächtig ist, der sollte vielleicht im Ausland dann zur wirklichen Komplettbox greifen. Ich bin mir sogar sicher, dass es in den USA, zumindest habe ich mal bei Amazon.com meine Komplettbox zu sehen, allerdings glaube ich, war die auch nur auf Japanisch. Ja, kann ich euch jedenfalls empfehlen. Wer Japanisch kann, bestellt es im Ausland. Wer auf die deutsche Fassung setzen will, der muss vielleicht noch warten, bis hier endlich mal eine komplette Komplettbox rauskommt oder dann zumindest noch nachträglich der Epilog. Und ich hoffe, einmal KC wird sich dann das mal zu Gemüte führen. Und darüber nachdenken natürlich, die Reihe hier zusammen zu komplementieren. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr natürlich weitere Anime-Unboxing-Videos sehen wollt, könnt ihr in meinem Kanal ja ein wenig stöbern. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.